So, wir warten mal, bis der Panzer noch ein bisschen weg ist. Wenn die auch noch was, Mensch. Ich kann noch gar nicht übernehmen. Ich kann noch nicht übernehmen. Ist bei zwei Kills. Na dann. Machen wir jetzt halt erstmal den ersten weg. Oh Mann. Dann kann ich auch gleich laut zu Werke gehen, oder? Don't get stupid. Ich hab die wieder die ganze Map gepult jetzt so. Iii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 
komme ich nicht rüber. 80%. Probieren wir's. Na ja, gut. Man könnte jetzt alles bringen hier oder was? Sind wir denn Peter Pan oder was? Ach. Oh Gott. Gut. Nein. Ach nö. Ob ich den das mal. So, könnt ihr euch mal mit dem beschäftigen, bitte? Bekömmlich. So, der Bade, was sollen die denn aus? Vielleicht mal hier rüber. Dann einmal einen auf Overwatch machen. Overwatch. Okay. Ich stehe direkt davor und. Ach komm, im Zweifelsfall laden wir jetzt neu dann. Let me help you. Thank you. Kein Overwatch. Nimm damit. Besser als nichts. Overwatch. Ich muss es auf die KI.
Fix das Gehirn. Müsste da was ausschalten, muss man nämlich. Overwatch. Natürlich. Okay, na immerhin da einer. Was? They got us. Nee, das geht schon wieder nicht gut, ne? Das geht schon wieder nicht gut. Ich glaube, das machen wir nochmal neu. Ich bin trotzdem ein bisschen besser dann immer durch. So, Gegner haben zurück, oder? Stehe. Na gut, dann macht er jetzt das Ancient Blood. Wo rennt der hin? Und vor allem warum? Das macht ja mal gar keinen Sinn. Jetzt will ich gehen. Treffen die mich, ja. Oder? Ja, okay. Ne, lad mal neu. Lad mal neu. Dann haben wir dick durch die Wände geschossen, gell? Die ganzen Kleinen das mal versuchen wegzumachen, die dazu in der Nähe der Arche stehen. Hat ist ja doof. Kollegas. Warte mal her. Disperse. With me. Oh, da hinten ist was. Und stille Potenz hier auch nochmal her. Okay, den Kapselbrenner, der patrouilliert. So, das wäre also erstmal das reichste Ziel, wie es aussieht.
Das geht. Das geht doch. Ey, dann machst du hier silent, dann schreite ich hier erstmal durch den ganzen Wald. Da zerbröselt der Keks. Na komm. So der Weg, lass mich da in Deckung gehen. Da auch noch das geht. Da holen wir da die Füchsen vielleicht noch mal wieder rein. Ach, halt, nicht das. Dieses hier. Dieses hier. Auch Scharfschütze. Den mal rein hier. Den Puppenspieler hätte ich schon ganz gern. Okay. Das Licht angelassen. Okay. Uiuiui. Das wird jetzt fast ein bisschen eng. Weil die Crit-Chance würde ja passen. Das heißt, ich muss ja nur ein bisschen ran. Dann haut das schon hin. Was? Prozent Crit Chance, ernsthaft, und der ist Crit immun oder wie? Nee, ist er ja nicht. Verstehe ich nicht. Was macht ihr jetzt? Der eine springt hoch, der andere runter. Na super. So, was haben wir denn da? Den Puppenspieler, der. Ja, dann nehme ich den Kleinen erstmal raus hier. So, jetzt für den Moment erstmal Wurst. Let me patch you up. Feels better. I'm the hero, you're the zero. Come get some. Nagel bis Türchen oder was haben wir da?
Und Chris ist gut. Dann gehen wir nochmal in Deckung. Füchsen! Mensch, na. Die Füchsen. Für die Moon-Gear, das gibt's doch gar nicht. Das gibt es doch gar nicht. Zu dem ersparen kann man den Knieschuss. Naja, gut. Was macht denn der an Schaden? Alter, Alter. Gut, den einen hätten wir weg. Haben wir noch einen übrig. Jeder haut ab. Was ist mit dem los? Kann ich nochmal übernehmen. Ich meine, mir die Sache vielleicht noch ein bisschen einfacher gerade. Markiert. Ah. Stehen vielleicht mit den Flügeln? Gibt da was? Guckt sich. Na komm, probieren wir's. Probieren wir was. Ach, die Deckung ist weg, der Rest aber nicht. Ah, wunderbar, richtig. Na ja, komm, machen wir jetzt hier den Gas, haben wir ein bisschen zu viel rumgespielt hier. So, wo ist mein Nageldut? You don't know who you're messing with.
Shot. So, was haben wir noch mit unseren Übernommenen? Ach, der ist auch wieder da. Oh Gott. Ach nö! Ach nö! Sich. Ja. Also. Na ja, gut. Geheilt werden wir sowieso. Okay, passiert jetzt noch was? Hallo Stranger Things, hallo. Hey, da gibt es ja wieder noch mehr neue Sachen. Ah, lauf mal doch nochmal kurz ab hier, wenn es neue Sachen gibt. So, was haben wir denn da? Oder Spanne zum Upgraden. Nee, ich möchte das noch. So, jetzt sind aber bitte nicht auf jeder Map wieder neue Teile gespawnt. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht so die Notwendigkeit, wieder alles abzuklappern, um erstmal die Teile da jetzt oben mitzuholen. Das ist mal ganz stark, das sind nur die Karten, die jetzt hier tatsächlich neu oder wiederverwertet werden. Hier. Mit dem Eck. Das hier ist Licht. Also, okay, da geht's noch weiter. Hm. 81 haben wir schon. Ein paar Waffenteile wäre noch gut. Vielleicht können wir doch noch irgendwo ein Waffen-Upgrade machen. Habe ich schon noch was erspäht? Ah, Moment, was haben wir da hinten? Eine Notiz. Jetzt auch wieder weiter. Das müssten die Schienen gewesen sein, wenn ich mich nicht täusche. So, mehr Waffenteile haben wir jetzt echt keine. Eieiei. Eins. Yay. Eins. Eins Waffenpeils. Es fehlen immer noch drei. Da oben vielleicht? Ne, da war ja keiner. Gut, naja, dann glaube ich, habe ich es jetzt hier erstmal abgeklappert. Dann gucken wir doch mal in die Arche. Schauen wir mal, wie da der Stand der Dinge ist.
Diese Wucherwurzeln schauen tatsächlich nicht so gesund aus. Not even 30 seconds in the Ark and me and Dux want to hop back out of it. Our home is under siege. Thick red vines are growing fast, turning the place into a blood red jungle. We see dwellers hacking their friends out of vine cages. We hear screams about the end of the world. We greet friends, but they shuffle by us with lifeless eyes, not recognizing us. The Elder could tell us how to beat this, but he's gone now. And without him, the Ark's gone crazy. If things ain't strange enough, the Dwellers made Prip the new Elder. When you put a bartender in charge, you're in trouble. Prip figured out the source of these vines, a man, Goran. He's a mutant with the power to control plants. Like Selma, but more powerful, more reckless. Once, Goran got into an argument with the Elder and attacked him. We threw Goran out of the Ark. He vanished into the zone, vowing revenge on us for spurning him. Now it seems his revenge has kicked into high gear. Prip heard rumors about Goran hiding out in some secret settlement north of here. Another Ark in the unexplored territories. He wants a team of stalkers to find this Ark and capture Goran before his vines squeeze the life out of us. This mission we accept. But me and Dux can't do it alone. We need stalkers. The best of the best. Selma, Magnus, Barrow. Let's do this. Willkommen im Addon. This is the fix pit. I am Delta. I am here to fix and upgrade your gear. We will all be fixed in the end. Ja. Ja. Oh, ich habe eh nichts zum Upgraden, sehe ich gerade. Oh, das passt ja dann. Das passt ja dann. Clear your mind, stalkers. Gib's mir in alle Öffnungen. Okay. Geht das hier gar nicht weiter? Ah, Moment, doch. Es geht weiter. Auch hier wieder Upgrade-Möglichkeiten. Ja, dann fangen wir erstmal wieder mit dem Laden hier an. Man hat auch jetzt 2 Runde, das klingt natürlich auch sehr gut. Sprenggroßmeister, Granatenzahn plus 4. Aber die Hitpacks. Ja, da gehen wir mal lieber offensiv. Die. Ja, und den Dingern habe ich nämlich noch jede Menge. So
Bring ich denn bitte als Mitglied? My favorite stalkers. I was just reclining here, dreaming of when I'd see you again. I guess dreams do come true. Das ist ja noch nicht so wirklich viel spannend, das Zeug dabei, so wie es aussieht. Lass mal ein Medikit mit. Oder zwei. Die Granate nehmen wir noch mit. Und den Rest ziehen wir mal auf. Was haben wir da? Pyropanzer. Das ist alles noch so Anfangs-Equip. Hey, Stalkers. I just realized something. This elder job blows. This place is falling apart without the real elder. Can you get me out of this? Say it was like a clerical error or... Hey, any of you guys want to be elder? Yeah, I didn't think so. Later, stalkers. Trust no one, okay? It's getting weird around here. That, yeah. That's... Hilft uns nicht viel weiter. Gut. Okay, wir sprechen immer ab. Kurzer Break. Und beim nächsten Mal geht's weiter mit der nächsten Runde.